ganz still. Im Universum riesengroß. Unendlich weit und grenzenlos. Wart ich, wann kommt dein nächster Brief zu mir? Wo bist du und wie geht es dir? Von Planet zu Planet, wohin die Reise geht. Kleiner Prinz mit Fantasie, rettest du die Galaxie. Kleiner Prinz, du bist fern, fliegst mit Fuchs von Stern zu Stern. Und du weißt, was man auch tut, nur mit dem Herzen sieht man gut. Wir bekommen seit Wochen keine Nachrichten mehr geliefert und das macht uns alle ein bisschen nervös. Wir haben eine Post eingerichtet, die zwischen den Städten unterwegs ist und überall bei den Leuten Briefe einsammelt und verteilt. Sie heißt bei uns Karapost, weil sie von einem Karapoden getragen wird, dem einzigen Tier, das in der Wüste überleben kann. Ein Karapode hört nur auf seinen Herrn. Und Samir hat Nepomuk gezähmt, der unsere Karapost trägt. Das ist eine magische Verbindung. Er ist der Einzige, der Nepomuk in Bewegung bringt. Ich kann deine Wut spüren. Das lässt du dir doch nicht gefallen, oder? Samir ist sicher in Cuverto. Wir müssen dorthin. Oh nein! Es ist zu spät! Ich hoffe, du bekommst all meine Briefe. Denn auf diesem Planeten wird keine Post mehr befördert, seit Samir verschwunden ist. Fuchs und ich wollten ihn wiederfinden. Aber zuerst mussten wir diese Horde von wilden Karapoden stoppen, die auf uns zutrampelte. Diese Finsterlinge kleben an mir wie Kleister. Aua, das tut weh. Lasst mich endlich los, ihr miesen Würmer. Hey, lasst meinen Schwanz los. Fuchs, die Karapoden kommen immer näher. Wir sind in Gefahr. Wir müssen sie irgendwie aufhalten. Und ich weiß wie. Nimm dir dein Schwert. Gut gemacht. Wir müssen uns beeilen. Du bist dran, Felsi Phantoceros. Ein Papierelefant gegen eine Horde wilder Karapoden? Ich wette, die dicken Schildkröten gewinnen. Wetten nicht? Wir wissen doch jetzt, dass hohe Töne die Karapoden aufregen. Dann werden tiefe Töne sie vielleicht beruhigen. Jetzt müssen wir sie weglocken. Fuchs, hol doch bitte schnell den Steuerkristall. Immer ich. Na gut, was sein muss, muss sein. Ich hab keine Angst, ich hab keine Angst, ich hab keine Angst. Hier ist der Steuerkristall. Krieg ich jetzt ein Käseröllchen? Ich häng fest. Danke, Fuchs. Ich bin stolz auf dich. Los geht's. Ja! Ja! Jetzt muss ich nach Cuverto. Ja, aber selbst wenn Samir da ist, wie wollt ihr da hinkommen? Ich wette 100 Kajaten, dass sie jetzt gleich ihren Augen nicht trauen werden. Das gibt's doch nicht. Na, hab ich zu viel versprochen? Steigen wir ein. Kann ich mitkommen? Ja, kannst du, aber Vorsicht, bei der ersten Wette beiß ich. Haltet euch immer Richtung Norden und wenn ihr Spuren von Karapoden entdeckt, wisst ihr, dass ihr richtig seid. Ich danke vielmals, Philatello. Viel Glück, meine Freunde! Ist alles in Ordnung, Alban? Ja, ja. Bestimmt fehlen dir deine Familie und deine Freunde. Oh, nein, Heimweh habe ich überhaupt keins. Ich denke nur gerade an meinen Brief. Weißt du, ich würde wirklich zu gerne an diesem Wettbewerb teilnehmen. Und ich hoffe, meinem Sohn geht's gut.
Lupina, ich wollte mich mal erkundigen. Mhm. Geht es Khan jetzt besser? Hat er wieder ein bisschen Appetit bekommen? Nein, es geht ihm überhaupt nicht gut. Er verbringt seine Tage vorne am Steg und beobachtet den Horizont. Der arme Junge wartet auf seinen Vater und hofft, dass der ihm Nachrichten von seiner Freundin bringt. Ich kann verstehen, wie er sich fühlt. Ich komme selber fast um vor Sorge. Mein Vater ist sehr krank und seit Wochen habe ich schon keine Nachricht mehr von ihm. Ja, die Leute sind alle sehr besorgt. Ich vermute, dass sie in den anderen Städten auch auf ihre Post warten. Hoffentlich finden Samia und die Fremden raus, was eigentlich los ist mit der Kara-Post. In dieser Wüste Karapoden zu finden, ist noch schwieriger, als einen Fuchs auf Diät zu setzen. Es funktioniert nicht. Was ist denn das da? Oh, ein Wasserloch. Sehen wir mal nach. Die Karapoden kommen sicher hier vorbei, wenn sie Durst haben. Da unten sind Spuren. Na ganz toll, das sind ja tausende von Abdrücken. Wie sollen wir denn da bitte schön den Karapoden von Samir finden? Samir war allein unterwegs. Wir müssen eine einzelne Spur suchen. Ja, aber um das zu erkennen, müssen wir weiter runter. Geht's noch? Aber nicht zu tief. Denk daran, der Boden ist brandgefährlich. Puh, ist das eine Hitze hier. Was soll ich denn erst sagen? Ich bin schließlich derjenige, der hier einen Pelzmantel trägt. Nur Geduld, wir finden die Spur schon. Seht mal, das muss ein einzelnes Tier gewesen sein. Der Spur folgen wir. Wisst ihr was? Ich krieg einen Herzschlag. Es könnte sein, dass uns diese Spur zu Samir führt. Also, wenn ich an seine Zirkusleidenschaft denke und an das Plakat aus dem Führerhaus, bin ich mir fast sicher, dass er nach Coverto gegangen ist. Ich hoffe es wenigstens. Komm bitte ins Haus. Keine Sorge, mein Schatz. Dein Vater kommt bald wieder zurück. Seht mal da drüben. Da sind Lichter. Das könnte Coverto sein. Diese Felsformation habe ich schon mal auf einer Postkarte gesehen. Sieht beeindruckend aus, diese Stadt. Wow, super fuchsig. Ich war schon immer ein Zirkusfan. Na, dann gehen wir doch mal rein. Danke für den guten Flug. Wiedersehen. Scheint wohl müde zu sein, der Schmusekater. Fuchs, hier geht's rein. Mit der Zeit begab es sich, dass ihre Liebe immer größer wurde. Sie konnten ohne einander nicht mehr leben. Oh. Derweil sich ihre Familien mehr und mehr bekämpften, fassten sie heimlich den Entschluss, auf immer zu entfliehen. Nach Sonnenuntergang kehrten alle in ihre Häuser zurück. In jener Nacht hing ein strahlender Mond über der schlafenden Stadt. In seinem hellen Scheine sprangen die Liebenden auf den Rücken eines wilden Karapoden, der gerade vorbeizog. So wurde dieses Wüstentier von nun an ihr Heim, ihre Zuflucht, ihr Freund. Und als ein Jahr vergangen war, wurde ihre Liebe auf immer besiegelt durch die Geburt ihres kleinen Sohnes. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, weit fort von Averto. Bravo. Oh, bravo. Bravo! Bravo! Danke, dass ihr gekommen seid, meine Freunde, und Applaus für unseren Geschichtenerzähler. Bravo! Das war eine traurige Geschichte. Aber so schön. Ja, das stimmt. Sehr gute Arbeit. Samir, du warst unglaublich. Ich überlasse dich deinen Bewunderern. Hallo. Bis später, mein Junge. Ich bin der kleine Prinz. Deine Vorstellung hat mir sehr gut gefallen. Danke. Aber eigentlich sind wir hier, weil seit deiner Abreise die Kara-Post nicht befördert wird. Niemand bekommt mehr Nachrichten von seinen Verwandten. Ich weiß, aber Philatello war einfach so ungerecht. Er war schon immer so streng mit mir. Eigentlich mit der ganzen Mannschaft. Er wollte nicht, dass ich irgendetwas anderes mache, außer meiner Arbeit. Und meine Leidenschaft für den Zirkus musste ich vor ihm verstecken.
Samir, du wirst doch etwas unternehmen, oder? Du schon wieder? Ja. Ich spüre eine Wut, die dich zu neuen Ufern führen kann. Worauf wartest du? Du hast eine wunderbare Begabung. Alle sagen das. Alle? Außer Philatello. Nein, er... Er begreift nicht, wie viel Glück er mit dir hat. Ich frage mich, ob er dich überhaupt verdient. Du musst hier weg. Die Schlange hatte recht. Ich fasste den Entschluss zu gehen und etwas Neues anzufangen. Pech für die anderen. In der folgenden Nacht sah ich einen jungen Karapoden hinter seiner Herde herlaufen. Ich sprang einfach auf und kam hierher. Aber ohne Post haben die Leute keine Verbindung mehr. Das ist, als würde man die beiden Liebenden aus deinem Märchen trennen. Mein Sohn Khan wartet sehnsüchtig auf Nachrichten von seiner Freundin. Und ich warte auf einen Brief wegen meiner Teilnahme am planetenweiten Wettbewerb. Alle in Averto hoffen auf deine Rückkehr. Und ich am meisten. Im Ernst? Du willst doch nicht so enden wie diese struppige Miezekatze am Eingang, oder? Samir, wenn du zur Karapost zurückkehrst, hat Philatello versprochen, dass alles so wird, wie es früher einmal war. Ich muss darüber nachdenken. Tu das nicht. Du willst doch nicht etwa den Zirkus aufgeben? Sei still, Schlange. Deine Tricks funktionieren diesmal nicht. Ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden, ohne den Planeten in Gefahr zu bringen. Du bist sicher? Dann beweise es doch, du Besserwisser. Ich weiß, das ist keine leichte Entscheidung. Aber deine Leute brauchen dich. Ja, das stimmt. Wie geht's meinem Nepomuk? Nicht sehr gut, seit du weg bist. Er hört nicht auf zu schluchzen. Ich vermute, er vermisst den kleinen Jungen, der auf seinem Rücken groß geworden ist. Von wem redest du eigentlich? Von dir. Von dir und deinem Karapoden. Die Geschichte, die du im Zirkus erzählst, das ist doch deine, nicht wahr? Ja, kleiner Prinz. Du hast es erkannt. Ich bin auf diesem Karapoden geboren. Gemeinsam haben wir die Wüste durchquert, verstehst du? Ich habe ihn gezähmt. Nepomuk, er ist meine Familie. Das verstehe ich. Ich selbst habe Fuchs gezähmt. Und jetzt ist er mein bester Freund. Wenn es meinem Nepomuk nicht gut geht, dann muss ich zurück. Ich kann ihn und die anderen nicht so furchtbar leiden lassen. Na schön, du wirst schon sehen, was du davon hast, kleiner Prinz. Wart's nur ab, ich bin noch nicht schachmatt. Die Partie geht weiter, mein Freund. Weißt du was, mein alter Archibald? Dank unseres Geschichtenerzählers ist unser Zirkus bald wieder so erfolgreich wie früher. Thibaut? Kann ich Sie sprechen? Was kann ich für dich tun, mein Freund? Es tut mir leid, aber ich muss zur Karapost zurückkehren. Sie brauchen mich dort. Wie bitte? Was habe ich bloß falsch gemacht? Nichts, aber ich muss mich um meinen Karapoden kümmern. Das darfst du nicht tun, mein Junge. Du bist unsere Hauptattraktion. Aber mir fehlt mein Nepomuk. Und den Leuten fehlt die Post. Ich war selbstsüchtig. Gut, wenn es das ist, was du willst. Danke für alles, Thibaut. Nicht doch, Thibaut. Du willst ihn gehen lassen? Obwohl dieser Junge dir den Ruhm von früher wiederbringen könnte? Du hast diese schönen Jahre doch nicht vergessen, in denen dein Zirkus immer ausverkauft war. Ich bin soweit. Wir können gehen. Tu was! Du hast das Recht dazu. Du darfst nicht zulassen, dass dein Zirkus untergeht. Ans Werk! Jetzt brauchen wir nur noch ein Transportmittel. Was habe ich bloß getan? Was ist das für ein Ding? Na, 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 oh. Du willst doch wohl Archibald nicht wehtun. Sei brav, Archie! Zurück in deinen Käfig! Ihr bleibt da! Und du, schwarzes Monster, komm mit! Was hat er denn bloß vor? Ich glaube, jetzt ist er wirklich verrückt. Oh. Fang mich doch, wenn du kannst!
kleiner Prinz! Nein! Vielleicht habe ich diese Schlacht ja verloren, aber den Krieg noch lange nicht. Nein! Archie! Archibald, geht's dir gut? Gute Reise, mein Junge. Wie kannst du mir nur so einen Schreck einjagen? Und wie hast du das geschafft, den Abflug zu machen? Der Wüstenboden ist heiß und heiße Luft steigt nach oben. Oh. Ich hoffe, dass wir uns noch mal wiedersehen, Thibaut. Was ist das? Samir! Das ist Samir! Hurra! Es tut mir leid, dass ich einfach abgehauen bin. Nein, mir tut es leid, Samir. Willkommen daheim. Entschuldigt mich, aber ich muss dringend zu meinem Nepomuk. Ich wette, ihr hattet die Hoffnung schon aufgegeben. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ich weiß schon wie. Mein Brief. Darf ich reinkommen? Ich würde gerne sehen, wie du arbeitest. Aber sicher. Ich habe den Steuerkristall genommen, um wilde Karapoden zu vertreiben. Das macht nichts. Ich habe nämlich immer noch welche bei mir. Ich bin es, Samir. Ich bin wieder zurück, alter Freund. Hörst du die Stimmen der Wüste? Sie rufen uns. Es ist Zeit zu gehen. Jetzt sind wir bald da. Aber erst müssen wir an diesem Wirbelsturm vorbei. Ein Tornado. Die gibt es sonst nie um diese Jahreszeit. Ich könnte wetten, dass die Schlange uns den geschickt hat. Schnell, wir müssen die anderen warnen. Ein Tornado kommt auf uns zu. Schließt alle Fenster. Oh, zu spät. Nein! Haltet die Briefe fest! Die Briefe! Die Briefe! Eine Katastrophe! Haltet sie fest! Wenn die Briefe den Boden berühren, fangen sie sofort Feuer! Mein Brief! Da ist er doch! Aber... Oh, der hier ist für Khan. Bestimmt von seiner Freundin. Oh nein! Das darf nicht wahr sein! Ja, ich mach es. Bürger von Averto, mit der Hilfe vom kleinen Prinzen, von Fuchs, Samir und Alban haben wir es hierher geschafft. Aber ich muss euch eine sehr traurige Nachricht überbringen. Die Karapost ist in einen Wirbelsturm geraten und eure gesamte Post wurde zerstört. Ein Brief konnte ich noch retten. Khan, bitte. Erst für dich.
Also jetzt bin ich platt wie eine Briefmarke. Ich habe meinen Auftrag nicht erfüllt. Dabei hätte ich euch so gerne Nachrichten von euren Lieben gebracht. Moment, noch ist nichts verloren. Ich habe eine Idee. Samir, als du die Post eingesammelt hast, hast du doch viele Menschen getroffen und mit ihnen geredet. Vielleicht kann dein einzigartiges Gedächtnis unseren Freunden hier helfen. Augenblick, lass mich nachdenken. Einen Moment. Dein Onkel Ambrosia hat einen Brief aufgegeben. Allein? Nein, er wurde begleitet von einem alten Mann im Morgenmantel. Das muss mein Vater gewesen sein. Das heißt, er kann wieder rausgehen. Bin ich froh, dass es ihm besser geht. Ich warte auf Nachricht von meinem Sohn, der in der Stadt ist und eine schwere Prüfung gemacht hat. Auch er hat mir seine Post vorbeigebracht. Und er hatte einen grünen Anzug an. Er hat sich einen neuen Anzug gekauft? Dann hat er seine Prüfung bestanden und eine gute Arbeit gefunden. Vielen Dank, Samir. Hast du meinen Schwiegersohn getroffen? Hast du meine Tante gesehen? Und was ist mit dem Wettbewerb? Ich frage mich, ob Janas Baby schon da ist. Samir ist wirklich außergewöhnlich. Wäre schade, so eine Begabung zu vergeuden. Ich verstehe das nicht. Du legst doch sonst so großen Wert auf Pünktlichkeit. Worauf warten wir noch? Vielleicht verstehst du es, wenn du nach oben schaust. Glaubst du, der Platz auf unserer Carapost reicht doch für Thibaut und seinen Wanderzirkus? Ich weiß wirklich nicht, wie ich euch danken soll. Das Allerwichtigste ist doch, Samir, dass ihr alle glücklich seid an Bord der Carapost. Es ist wirklich sehr nett von euch, uns hier aufzunehmen. Ist doch nicht der Rede wert. Für meinen Lieblingspostboten würde ich noch ganz andere Sachen machen. Darf ich euch erinnern, dass dieser junge Mann auch in meinem Zirkus eine tragende Rolle spielt? Auf Wiedersehen! Gute Reise! Wir werden euch niemals vergessen! Niemals! Wiedersehen! Sieht wirklich sehr beeindruckend aus, so eine Carapost mit einem Wanderzirkus auf dem Dach. Findet ihr das nicht auch, Freunde? Sag mal, Alban, wolltest du nicht zu dem Wettbewerb? Ach nein, ich gehe nächstes Jahr. Lieber nutze ich die kalte Jahreszeit, um meinen Sohn Khan zu seiner Freundin zu bringen. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Ausnahmsweise würde ich sogar mit dir wetten, Alban. Sagen wir 100 Kajaten, dass Khan noch nie so stolz auf seinen Vater war. Meine Rose, ich verspreche dir, dass ich dir immer schreibe, solange meine Abenteuer mich von dir fernhalten. Ich hoffe, ich komme bald zurück und bis dahin lebe glücklich. Auf Wiedersehen, mein kleiner Prinz.